Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Nein, Portal in die Unendlichkeit. Und ich immer im Erkundungsteam, ey. Erstmal richtig hinsetzen, Musik noch ein bisschen lauter. So. Ich habe nachgeguckt. Ich habe im Internet ein wenig recherchiert. Und ich habe nichts gefunden zum Thema Textgeschwindigkeit erhöhen. Ich hatte mir auch ein paar Game-Tests oder so eingeguckt. Beziehungsweise Reviews halt durchgelesen. Und da stand auch, dass das halt für die persönlich auch sehr nervig und umständlich war, immer wieder die verschiedenen Textabschnitte und so zu lesen. Bezogen darauf, dass es immer so einzeln angezeigt wird, wie zum Beispiel beim Levelaufstieg, dass es halt so lange dauert. Das heißt, es ist wohl nicht machbar, das irgendwie umzuändern. Aber naja, dann ist das leider so. Können wir nicht ändern. Wir, ja, machen halt jetzt wieder eine Mission, um Baumaterial zu bekommen, weil wir haben nichts anderes zu tun. Was ich halt immer noch ätzend finde. Es tut mir leid, dass ich dieses Spiel so runtermache, aber es ist halt echt, momentan finde ich es echt nicht gut. Als Mystery Dungeon Teil. Stand in den Reviews leider auch drin, so, dass das ist halt, eher negativ bewertet wurde, beziehungsweise, ja. Eher negativ aufgefasst wurde. Es ist halt, ich liebe Mystery Dungeon, die Reihe, aber dieses Spiel versaut mir gerade ein bisschen was. I'm sorry, Leute. Aber, ja. Was? Gib mir das wieder. Gib mir das Belebersamen wieder. Wir haben einen Belebersamen geklont. Hat das Item... Trägt er das Item jetzt? Der hat mir einfach den Belebersamen geklaut. Trägt er auch... lol. Oh, wie mies! Oh, wie mies! Was? Oh. Das finde ich uncool. Naja. Ist halt jetzt so. Oh, die nehmen wir natürlich noch mit. Squeakel irgendwo? So ein Quiekel? Gewissheit. Oh. Ausdauer. Okay, nicht mehr. Okay, gut. Ja. In den Reviews, wie gesagt, wurde es bisher auch leider negativ aufgefasst. Es tut mir leid für das Spiel, weil Mystery Dungeon ist halt an sich so eine schöne Spielereihe. Ist halt so eine coole Spielereihe. Ich mag Mystery Dungeon sehr. Eine meiner Lieblings-Spin-Offs. Es ist ja ein Spin-Off von Pokémon. Eine meiner liebsten Spin-Off-Reihen. Aber das Spiel ist momentan... Oh, es tut mir leid, dass ich es in den meisten Parts mittlerweile niedermache. Aber es ist halt einfach... Ich weiß nicht. Es ist halt einfach echt nicht so geil. So, wie ich es anfangs erhofft hatte. Aber naja. Kann sich vielleicht noch ändern, wenn die Story cool ist. Dann kann ich es möglicherweise noch richtig geil finden. Sehen wir dann. Sehen wir dann weiter. Wenn die Story bald endlich mal vorangetrieben wird, sag ich mal, ne? Sonst muss ich leider zugeben, hätte ich keine Lust, das Spiel weiterzuspielen. Wenn es jetzt ewig so weitergeht, dass man 5 Jahre braucht, um ein Stückchen der Story zu erfahren, so, dann hätte ich, würde ich das Let's Play tatsächlich abbrechen. So, gewollt abbrechen. Ich habe ja schon ein paar Let's Plays, sag ich mal, abgebrochen. Wie zum Beispiel, hier, Ocarina of Time. Aber das lag daran, dass ich halt den Speicherstand verloren habe. Jetzt bin ich eingefroren. Okay, aber das war halt nicht, ne, das war ungewollt, abgebrochen. Und das hier wäre dann, glaube ich, tatsächlich das erste Let's Play, was ich komplett abbrechen würde, gewollt abbrechen würde. Sehen wir aber mal weiter. Wie gesagt, nur wenn die Story mir so gar keinen Spaß macht. Also, beziehungsweise, was heißt keinen Spaß macht? Wenn die Story zu lange auf sich warten lässt. So. Ich hoffe, das versteht ihr eher.
Ja. Ansonsten freue ich mich auf die Story. Und wenn das dann ab dem Punkt, ab dem die Story losgeht, auch stetig weitergetrieben wird, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Wenn die Story dann noch dazu geil ist, dann bin ich froh. So. Doch, hier ist nichts. Denn jetzt? Ich hab den anderen Weg schon gesehen. Okay. What? Kann ich das irgendwie? Hatte ich gerade Poke im Inventar? Okay. Das ist interessant. Oh, warte mal, war das die Zielebene? Ups, nein. Jobmemo. Nee, E7, okay. Jetzt hätte ich gedacht, das hätte vielleicht damit was gerade zu tun gehabt, aber das ist gerade interessant. Da bin ich tatsächlich gerade sehr gespannt, was damit auf sich hat. Aufsicht. Aufsichert. Das. Ich hoffe, das wird noch geklärt. Was hast du genommen? Was hat er genommen? Achso, Pürsifbeere, okay. Arsch. Hast du's? Oh. Teddy, komm schon. Danke. Treppe. Nein. Feld. Okay. Oh. Das Pokémon habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Nice Treppe. Sehr schön. Alles klar. E7. Da ist es. Achtung. Das ist auch cool. Also, sie haben sich mit den Animationen und den Models so echt die Mühe gegeben. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, bei einigen anderen Dingen haben sie halt leider gespart, wie es aussieht, ne? Aua. Oh. 166 Damage. Erfahrungspunkte. Das ist nice. Das ist nice. So, würde ich sagen. Joa, komm. Einfach Dungeon gleich verlassen. Mit Bravour erledigt. Es tut mir leid, ich werde mich in Zukunft besser. Ja, okay. Ja. Ist okay. Ja, nun. 200 Poke. 2 Einheiten Schimmermetall. 1 Einheit fruchtbare Erde. Schön. Und 10 Georockbrock. Die gibt's auch noch. Schön. 40 Paradiespunkte. Ich habe übrigens gelesen. Story! Wow. Guten Morgen, Doki. Ja, auf geht's, an die Arbeit. Ja. Oh, bitte lass das jetzt nicht den einzigen Einblick in die Story. Okay, gut. Oh. Ey. Angst. Ja, oh, guten Morgen an alle zusammen. Nanu, wo ist Emolga? Emolga hieß es, stimmt. Hab ich mir letztes Mal der verpeilt. Stimmt. Er ist nicht da. Bist du immer noch hier? Woher kommt plötzlich dieser Wind? Oh ja, das ist die Welle. Exakt, die Welle. Ach, die V-Welle, ups. Ist es wieder so weit? Was? Der Wind hat sich gelegt. Dieser Wind eben. Was war das? Normal kam mir das nicht. War das nicht? Oder so? Ja, das war die V-Welle.
V-Welle? Ein ganz besonderer Wind, der jedes Jahr um diese Zeit weht. Ob Feuer oder Wasser, es gibt Wellen für jeden Pokémon-Typ. Nehmen wir mal an einem bestimmten Tag weht ein Feuer, eine Feuerwelle. Dann sind an diesem Tag Feuer-Pokémon stärker und steigen schneller im Level auf. Ja, verstehe. Das heißt also, an so einem Tag ist man als Feuer-Pokémon im Vorteil, richtig? Oh, aber bedeutet das dann, dass alle Pokémon, die nicht vom Typ Feuer sind, einen Nachteil haben? Haha, das hast du gut erkannt. Aber sei beruhigt. Die V-Welle ändert sich mit jedem Tag, so wie das Wetter auch. Man ist also nicht langfristig im Vorteil oder im Nachteil. Leute! Molga, wo warst du denn? Er kommt schnell zum Paradieszentrum. Morlord hat uns etwas zu zeigen. Morlord? Okay. Da sehen wir auch schon so. Also davor. Das wäre geschafft. Werde ich gleich wieder müde, ey. Ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die V-Wellensaison ist da. Da habe ich das hier aufgestellt. Was ist das? Die V-Wellenfeuersage. V-Wellenfeuersage? Was denn? Ihr sagt euch das etwa nichts. Na schön, dann werde ich jetzt erstmal Licht in eure dunkle Birnen bringen und... ich meine, mit dem größten Vergnügen erkläre ich euch alles bis ins kleinste Detail. Okay. Also dann mal alles schön der Reihe nach. Der V-Wellentyp ändert sich jeden Tag, genauso wie das Wetter. Jeder fragt sich schließlich täglich, wie heute oder morgen das Wetter wohl wird. Deswegen gibt es Wettervorhersagen. Mit der V-Welle verhält es sich ebenso. Die V-Wellenvorhersage verrät euch die V-Wellentyp der nächsten Tage. Sprich, es ist genau wie mit der Wettervorhersage, nur eben für die V-Welle. Werft doch mal einen Blick auf die Tafel. Seht ihr die diversen V-Wellentypen? Ja. Also, heute hat die Welle den Typ Kampf. Morgen Elektro. Und übermorgen Wasser. So ist es also. Wenn die Welle heute den Typ Kampf hat, dann sind Pokémon vom Typ Kampf im Vorteil. Ich bin ja vom Typ Normal, gegen den Typen Kampf bin ich also prinzipiell im Nachteil. Würde ich heute auf die Expedition gehen, müsste ich mich vor Pokémon vom Typ Kampf also noch mehr vorsehen als sonst. Aber dafür hat die V-Welle morgen den Typ Elektro. Du bist also zum Glück nicht lange im Nachteil, du Miese. Und ich bekomme dann sogar eine extra Kraftschub. Woo! Genau. So schaut's aus. Genauso sollte euch die V-Welle-Vorhersage zunutze machen. Erdbeben. Was ist das? LOL! Okay. Was? Achtung! Da kommt was von oben! Es kommt auf uns zu. Hilfe, nichts weg hier! Tada! Ich bin's, Victini! Was ist denn jetzt los? Auch du bist Victini! Musst du uns einen Schreck einjagen, wenn du schon hier landest? Heißt das, du machst dieses Jahr deinen Laden hier auf? Ach ja, mein Laden ist auf diesen Ort gefallen. Ich habe das so entschieden. Einfach so. Auf gute Nachbarschaft allerseits und mit dabei ist natürlich mein... Oh, Rodet! Was? Kennst du dieses Pokémon, Streboli? Klar tue ich das! Aber nicht nur ich, sondern alle hier, die hier wohnen. Dein Name ist Victini. Er macht immer zur V-Wellensaison auf. Was? Was ist das da? Das ist mein ganzer Stolz, mein... V-Roulette! Okay. Mein Handwerkszeug sozusagen. Wenn man es dreht, kann man die heutigen V-Wellen ändern. Was? Man kann damit den Typ der V-Welle ändern? Ja! Mit meinem fantastischen... V-Roulette! Was? Einfach nur drehen. Ob sich der Typ ändert, hängt jedoch von alleine vom Glück ab. Es gibt keine Garantie. Ach ja, das...
Vogel! Kann man nur einmal am Tag drehen. Ihr habt also nur eine Gelegenheit, daher solltet ihr sie nutzen. Investiert ihr allerdings genug Mucke, könnt ihr den Chip vielleicht auch so ändern. Vielleicht aber auch nicht. Findet es heraus mit dem Vogelnet! Victini, wir haben uns ewig nicht gesehen. Oh, Viridium. Lange nicht mehr gesehen. Du lebst jetzt also hier? Toll. Und du bist munter und wie eh und je. Nur eine Sache. Dein ewiges V-Roulette. Und diese Pose da, meinst du, die könntest du in Zukunft sein lassen? Du könntest einen anderen Pokémon damit womöglich auf die Nerven gehen. Ja, nicht nur Pokémon. Ja, du hast recht. Einverstanden. Ich höre auf damit. Ganz bald schon. Sicher sogar. Vielleicht. Und täglich grüßt das... Vogelnet! Ein bisschen witzig ist es ja. Doki, Teddy. Victini ist zwar etwas eigenwillig, aber er ist ein super freundliches Pokémon. Ich will all den Pokémon helfen, die an der Vogelwelle verzweifeln. Also reist er mit seinen... Ach, er will das helfen. Okay. Ich hab grad... Okay. Also reist er mit seinem Vogelnet um die ganze Welt. Genau. Um die ganze Welt. Mein V-Roulette und ich drehen zusammen unsere Runden. Aha! Hahaha, mein V-Roulette! Alter. wie dem auch sei, das V-Roulette benutzt ihr am besten nur, wenn ihr es braucht. Sprich, wenn ihr unbedingt den Typ der V-Welle ändern wollt. Alles klar. Okay, das V-Roulette kann man wohl nur einmal am Tag drehen. Also sollten wir es mit Bedacht einsetzen. Okay. Wahrscheinlich einmal nicht in-game-Tag, sondern am richtigen Tag. Alles klar. Soll ich das jetzt mal machen? Einfach so. Komm, Leute, wir machen das jetzt einfach mal. Willkommen beim V-Roulette. Hier geht's rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, was? Verdammt. V-Roulette! Also, bleibt das V-Roulette in meinem Symbol stehen, hast du gewonnen. Das Schöne daran ist, die Anzahl meiner Symbole lässt sich erhöhen. Du hast lediglich ein wenig Bucke. So, jetzt musst du nur Start drücken, um das Roulette kreisen zu lassen. Drücke A, um ein Symbol zu platzieren. Ja komm, machen wir zweimal. Okay, dann riech jetzt das V-Roulette. Bist du bereit? Jo. Und jetzt volle Konzentration! Drücke A, um das Roulette anzuhalten! Ein Gesicht bedeutet, du gewinnst! Der Nervenkitzel hört niemals auf! Bei meinem großartigen Roulette. Ey, du. Ich hasse Roulette. Wie schade, du hast verloren! Der heutige V-Roulette-Typ scheint also der Kampf. Toll. Lass uns Spaß haben mit dem V-Roulette. Na, Mann, ich wollte. Oh. Das ploppt immer so instant auf, ne? Aber, diese Textgeschwindigkeit ist langsam as fuck, aber diese Textbox-Aufplopp-Dinger zum Auswählen sind instant da. Boah, regt mich dieses Spiel momentan auf. Es tut mir leid, Leute. Was ist hier? Wann haben sie dieses Portal aufgestellt? Ich frage mich, wozu es sein mag. Es sieht dem Jobportal ziemlich ähnlich. Hinweis. Ein mysteriöses Portal ist erschienen. Was hat es damit auf sich? Du wirst dein Abenteuer noch ein wenig fortsetzen müssen, um das zu erfahren. Freu dich schon bald darauf. Oh. Willst du mich verarschen? Also Story hat es bisher trotzdem nicht vorangetrieben. Ich habe jetzt gerade erwartet, dass es wirklich... Oh. Nein, ich wollte was bauen. Ich weiß. Oh Leute, es macht mich mad, das zu sehen. Wisst ihr das eigentlich? Es macht mich so mad. So sad, eher. So mad? Ich weiß es nicht. Beides eigentlich. Oh, ist das ätzend. Was wollte ich bauen? Ich wollte hier genau den Losstand bauen, ne? Genau. Es tut mir leid, dass ich das so, ne? Aber das ist immer noch keine Story. Wir sind jetzt in Part 14, bin ich der Meinung. Ja, und es ist noch keine Story vorhanden. Also nicht wirklich. Anfangs, das bisschen. Und halt dieses bisschen Paradies-Schmarrn und Team erstellt und so, ne? Aber das, finde ich, ist nicht wirklich Story.
Also so richtige Story. Das ist halt, ja, okay, ein bisschen nebenmäßig was unterwegs. So, aber nicht wirklich Story. Wann kommt Story? Ganz ehrlich. Oh. Das stört mich übel. Aber richtig. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich an Quest oder so annehmen soll. Was steht hier? Ist das auch ein Infobrett? Hinweis. Oh. Okay. Infobrett ansehen. Ja, gucken wir mal, was wir hier... Für... Haben wir auch noch normale... Aufträge, wo man normal Items bekommt? Scheint nicht so. Ja, wo wollen wir hingehen? Wandelpass, komm, gehen wir mal in den Wandelpass. Strafe Bismarck oder bestrafe Rotomorph? Klingt beides krass. Stabiler Efeu haben wir, glaube ich, sogar noch. Ne? Machen wir mal hier fruchtbare Erde und kostbarer Zweig oder so. Quest. Und dann machen wir dann im nächsten Part. Also, ich hab leider momentan keinen Spaß an diesem Spiel. Es tut mir so leid, ne? Aber also ich meine, Spaß an dem Spiel prinzipiell schon, weil es ein Mystery Dungeon und Mystery Dungeon macht Spaß. Es ist toll, Dungeons zu machen und so. Aber, dass wir kein bisschen Story vorantreiben, es ist so ätzend. Es tut mir leid, aber ich finde das so doof. Ich hoffe, das kommt jetzt bald mal. Aber gut, ich hoffe, es hat euch jedenfalls gefallen. Ich bin mir jetzt auch gefallen. V-Roulette ist ganz cool. Ist eine neue, coole neue Änderung. Aber naja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!